Grüß Gott und herzlich willkommen zur virtuellen fünften Vorlesung zur elementaren diskreten Mathematik. Sie hören richtig, dieses Video ersetzt die Vorlesung am 19.11. Nächste Woche, am 12.11., haben wir ganz normal die Übung. Sich dieses Video hier erfolgreich anzusehen, ist gewissermaßen das letzte Beispiel für die zweite Übung. Je nachdem, wie viele Punkte Sie innerhalb von diesem Video erwerben, erhalten Sie dann dafür für die zweite Übung ein, zwei oder sogar drei Kreuze gutgeschrieben. Und was passiert dann am 19.11.? Ganz einfach. Ich komme ganz normal in den Hörsaal, ich habe auch die Folien mit und wir können gemeinsam einfach nochmal alle Folien durchgehen und Sie können Fragen dazu stellen. Ich halte aber natürlich nicht die Vorlesung dann komplett nochmal. Außerdem bringe ich auch noch ein paar zusätzliche Übungsbeispiele mit, die wir dann gemeinsam am 19.11. in der Vorlesung lösen und besprechen können. Und am 26.11. ist dann wieder eine ganz klassische, normale Vorlesung. Bitte übrigens jetzt gleich nicht wundern, in diesem Video verwende ich Teile eines Videos aus dem Vorjahr. Da dürfen Sie sich nicht erschrecken, ich blende mich da zum Teil auch selbst mit ins Bild ein. Heute Abend war ich jetzt für den Anfang nur zu faul, das auch wieder zu machen, weil da muss ich entweder zu Hause so ein Greenscreen aufbauen oder ich müsste extra dafür ins E-Learning-Studio gehen und das hat dann zeitlich einfach nicht mehr funktioniert. Aber genug der Vorrede, worum geht es denn in diesem Video nun inhaltlich? In der vierten Vorlesung habe ich schon etwas über direkte und indirekte Beweise erzählt. Ziel dieses Videos ist es jetzt, diese Beweisverfahren etwas formaler abzusichern. Dazu müssen wir auch ein wenig etwas über Mengen, Aussagen und Aussageformen lernen. Das wird jetzt etwas abstrakt und vielleicht auch ein bisschen trocken. Ich bemühe mich aber um möglichst viele konkretisierende Beispiele. Ich hatte bereits in der ersten Vorlesung erwähnt, dass man Mengen, also die Zusammenstellungen von wohl unterscheidbaren Objekten unserer Anschauung, um es mal mit Cantor zu sagen, auf zwei verschiedene Arten darstellen kann. Einmal, indem man alle Elemente auflistet, was man auch die aufzählende Schreibweise nennt und was so ganz abschließend natürlich nur für endliche Mengen funktionieren kann. Sowas wie hier 7, 13 und so weiter. Bei unendlichen Mengen behilft man sich dann mit Pünktchen und hofft dann, dass das Gegenüber in die Pünktchen dann dasselbe hineinliest wie man selbst, also hier bei 1, 2, 3, 4, dass sie dann denken, da geht es mit 5, 6 und so weiter, immer weiter. Die andere Möglichkeit besteht darin, eine charakteristische Bedingung anzugeben oder wenn man es genauer sagt, man gibt eigentlich eine Obermenge an, von der die gesuchte Menge eine Teilmenge ist, und benennt die besondere Eigenschaft, die alle Elemente dieser Teilmenge haben. Auf der Folie sind hier zwei Beispiele, die Teiler der Zahl 12. Die stammen aus der Menge der natürlichen Zahlen. Und alternativ, weil das endlich viele sind, könnte man die natürlich auch aufzählend anschreiben. 1, 2, 3, 4, 6 und 12. Und andererseits sehen Sie hier noch die Menge aller Zahlenpaare xy über den reellen Zahlen. Für die x² gleich y gilt, das sind gerade die Punkte auf der sogenannten Normalparabel x². Ne? Y ist gleich x². Sie schreiben das wahrscheinlich eher umgekehrt hin normalerweise. Das macht aber nichts. Gleichung kann man umdrehen. Was sind nun Aussagen? Ja, im Sinne der Aussagenlogik sind Aussagen Sätze, bei denen man eindeutig entscheiden kann, ob sie wahr oder falsch sind. Zum Beispiel, 29 ist eine Primzahl. Da muss ich nur ausprobieren, ob ich irgendeine kleinere natürliche Zahl als 29 finde, die jetzt nicht gerade 1 ist und trotzdem die 29 ganzzahlig teilt. Und wenn es das nicht gibt, ist die Aussage korrekt. Und wenn es so eine Zahl doch gäbe, dann wäre die Aussage falsch. Reine Meinungsäußerungen oder Bewertungen mit schwammigem Charakter fallen da aus. Herr Frohns ist ein guter Dozent, Lora ist lieb, Duschen ist überbewertet. Wer legt da schon die Kriterien fest? Natürlich kommen faktisch angewandte Wissenschaften gar nicht darum herum, auch solche Sätze
auf ihre Stimmigkeit und Gültigkeit zu überprüfen. Aber dafür muss man dann in den angewandten Wissenschaften eben doch auch wieder ganz konkret Kriterien benennen. Man nennt das Operationalisierung, so dass man am Ende wieder etwas hat, wo man jetzt eindeutig sagen kann, ja, die 5 Kriterien stimmen zu und ab denen habe ich gesagt, die Lora ist lieb. Und wenn das so ist, dann ist das so, also ist das jetzt eindeutig entschieden. Aber grau ist alle Theorie. War das jetzt eigentlich eine Aussage? Machen wir mal ein Quiz. Welche der folgenden Sätze ist Ihrer Meinung nach eine Aussage? Zur Auflösung. 1 bis 3 sind allesamt Aussagen. 1 und 2 sind wahre Aussagen, zumindest aktuell, was die Hauptstadt von Österreich betrifft. Und 3 ist eine falsche Aussage. 4 ist eine Grußformel, bei der kann man nicht sinnvoll sagen, ob sie wahr oder falsch ist. Also ist das keine Aussage. 5 ist insofern noch keine Aussage, als man x kennen müsste, um sagen zu können, ob das, was da jetzt steht, wahr oder falsch ist. Ähnlich ist das auch bei 6. Ich müsste eigentlich wissen, welcher Tag mit heute gemeint ist, um das sicher entscheiden zu können. Solche sprachlichen Gebilde wie 5 und 6, die so gewissermaßen noch eine Variable beinhalten, die nennt man auch Aussageformen. Eine Aussageform besteht aus der Zusammenfassung von gleichartigen Aussagen für Elemente einer Grundmenge. Nehmen wir mal das x plus 3 gleich 5 von vorhin. Da könnte die Grundmenge jetzt zum Beispiel die natürlichen Zahlen oder die ganzen Zahlen sein. Durch Einsetzen von einer bestimmten ganzen Zahl, etwa minus 2 oder plus 2, wird dann aus der Aussageform eine Aussage, für die man entscheiden kann, ob sie richtig oder falsch ist. Für minus 2 ist x plus 3 gleich 5 falsch, für plus 2 ist x plus 3 gleich 5 richtig. Eine andere Aussageform wäre zum Beispiel auch, x ist eine Primzahl. Ich könnte jetzt wieder verschiedene Zahlen für x einsetzen. Manchmal entsteht eine wahre Aussage, meistens entsteht eine falsche Aussage. Der Zusammenhang zwischen Mengen und Aussageformen ist dann der folgende. Eine Menge wird charakterisiert gerade durch die Angabe einer Grundmenge, aus der eben die ganzen x stammen, und so einer Aussageform. Die Elemente der Menge sind dann genau die x, für die nach Einsetzen in die Aussageform eine wahre Aussage entsteht. Auch hier nochmal unser Beispiel. Die Menge aller Primzahlen kann ich schreiben als Grundmenge sind die natürlichen Zahlen plus Aussageform ist x ist prim. Das ist einfach eine Kurzfassung für x ist eine Primzahl. Man nennt eben diese Menge, die alle x enthält, für die eine Aussageform in eine wahre Aussage übergeht, die Erfüllungsmenge der jeweiligen Aussageform. Im Allgemeinen ist es nun so, dass man zur Beschreibung ein und derselben Menge durchaus verschiedene Aussageformen finden kann. Es ist egal, ob ich über den reellen Zahlen sage, dass x² kleiner gleich 2 sein soll, oder aber, dass x zwischen minus Wurzel 2 und plus Wurzel 2 liegt. Es ist egal, ob ich über den reellen Zahlenpaaren verlange, dass x hoch 3 gleich y ist oder dass x gleich der dritten Wurzel aus y ist. Solche Aussageformen, die über derselben Grundmenge dieselbe Erfüllungsmenge haben, nennt man auch äquivalente Aussageformen und notiert das dadurch, dass man so einen Doppelpfeil zwischen die beiden markiert. Manchmal schreibt man auch einfach Gleichheitszeichen dazwischen. Da haben Sie jetzt unter Umständen ein Déjà-vu zur Schulzeit, was das Umformen von Gleichen angeht. Verwendet man dabei nämlich Äquivalenzumformung, dann ist das in der Tat so, dass in so einer Umformungsreihe, die Sie so untereinander schreiben, jede Zeile, die Sie notieren, eine zur Zeile darüber und dann, wenn es das noch gibt, auch zur Zeile darunter, äquivalente Aussageform darstellt. Das war jetzt so ein bisschen wie Vokabellernen. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie man mit Mengen, Aussagen und Aussageformen rechnen kann. Das heißt, welche Verknüpfungen sind zwischen Mengen bzw. zwischen Aussagen und oder Aussageformen definiert.
Zuvor führen wir aber noch zwei Schreibweisen bzw. Symbole für Aussageformen mit besonderen Erfüllungsmengen ein, die sogenannten Quantoren. Wenn eine bestimmte Aussageform für alle Elemente der Grundmenge erfüllt ist, dann nennt man diese Aussageform auch allgemeingültig. Dann kann man übrigens auch sagen, die Aussageform ist eine allgemeingültige Aussage, weil es ist ja dann gerade egal, was ich für das x einsetze. Also beim Allgemeingültigen geht dann diese Unterscheidung zwischen Aussage und Aussageform so ein bisschen verloren. Beispiele wären etwa x ist größer 0 für alle natürlichen Zahlen x oder x² ist größer 0 für alle reellen Zahlen. Auch die binomischen Formeln a plus b in Klammern zum Quadrat ist gleich a² plus 2ab plus b² ist so eine allgemeingültige Aussageform oder Aussage über den reellen Zahlen. Eine Aussageform muss also nicht zwingend genau eine Variable und erst recht nicht zwingend ein x enthalten. Es können wie hier auch zwei oder sogar noch mehr Variablen enthalten sein. Angeschrieben werden diese allgemeingültigen Aussageformen oder All-Aussagen, weil sie ja für alle Einsetzungen wahre Aussagen liefern, häufig mit diesem sogenannten All-Quantor. Statt anzugeben, dass die Erfüllungsmenge der Aussage A wieder die Grundmenge ist, das steht da links, schreibt man so ein umgedrehtes A, das sich als für alle liest. Rechts steht also, für alle x aus g oder für alle x Element g gilt a von x. Jetzt gibt es manche Autoren, die benutzen statt diesem umgedrehten a so einen unten offenen Haken, der ist vom Zeichen für und abgeleitet, aber das kommt ja erst später dran. Auf der anderen Seite gibt es dann auch Aussageformen, die über einer bestimmten Grundmenge gar nicht zu wahren Aussagen werden können. Diese Aussageformen heißen unerfüllbar, ihre Erfüllungsmenge ist die leere Menge. Ein naheliegendes Beispiel wäre hier etwa x² gleich minus 1 für alle x aus den reellen Zahlen. Ja, so richtig doll spannend ist das aber nicht. Wesentlich wichtiger als nicht erfüllbare Aussageformen sind nämlich solche, deren Erfüllungsmenge mindestens ein Element enthält. Eine Aussageform, für die mindestens ein Element in der Erfüllungsmenge gegeben ist, nennt man auch Existenzaussagen. Man schreibt dann so ein umgedrehtes E und liest das als es gibt ein Element x aus g, für das a von x gilt. Ganz genau müsste man sagen, es gibt mindestens ein Element x, es dürfen durchaus auch mehrere sein. Auch hier gibt es jetzt wieder diese zweite Schreibweise mit so einem nach oben offenen Haken, der stammt von dem Zeichen für oder ab. Auch hier ein paar Beispiele. Es gibt mindestens eine natürliche Zahl x, für die gilt, dass 2 ein Teiler von x ist. Eigentlich gibt es sogar unendlich viele, aber das soll uns mal egal sein. Jedenfalls sind es nicht alle natürlichen Zahlen, für die das stimmt, aber es gibt welche, also gibt es auch mindestens eine. Dann zweite Aussage, es gibt mindestens eine rationale Zahl, für die gilt 3 mal x ist gleich 2. Da gibt es sogar nur genau eine, nämlich 2/3. Ebenfalls eine Existenzaussage wäre, wenn ich behaupte, es gäbe eine reelle Zahl x mit x² ist gleich minus 1. Nun, das wäre eben eine falsche Existenzaussage. Hier wird auch nochmal klar, dass durch das Hinzufügen von Quantoren zu Aussageformen tatsächlich Aussagen werden, also Sätze, bei denen man entscheiden kann, ob sie wahr oder falsch sind. Für viele mathematische Aussagen muss man mehrere Quantoren miteinander kombinieren. Um mal ein alltägliches Beispiel zu nehmen. Für die meisten gut sortierten Küchen sollte gelten, dass es für jeden Topf Tee mindestens einen passenden Deckel D gibt. Mit Quantoren hingeschrieben, für alle T-Element-Topfmenge gilt, es existiert ein D, Element Deckelmenge, so dass D zu T passt. Die Reihenfolge der Quantoren ist dabei nicht egal, denn es existiert ein D in der Deckelmenge, für den gilt, für alle T aus der Topfmenge gilt, dass D zu T passt, ist eine andere Aussage, nämlich es gäbe mindestens einen speziellen Deckel, der für jeden Topf in der Küche passt. Das ist aber in einer gut sortierten Küche
sogar eher unwahrscheinlich. Auch etwas aufpassen muss man, wenn man Aussagen mit Quantoren verneint, also deren Gegenteil formulieren möchte. Das ist ja zum Beispiel dann für indirekte Beweise wieder sehr wichtig. Vornehmen nennt man das Gegenteil bestimmen auch negieren oder die Gegenteilaussage die Negation, die bestimmt wird. Dabei gelten die folgenden beiden elementaren Negationsregeln. Erstens, das Verneinen einer Allaussage ergibt eine Existenzaussage mit der verneinten Aussageform. Also, das Gegenteil von für alle x aus g gilt a von x ist, es gibt mindestens ein x aus g, für das a von x nicht gilt. Das ist jetzt ganz wichtig. Das Gegenteil ist nicht, dass a von x für alle x aus g nicht gilt. Es reicht ein einziger Versager x aus g. Und umgekehrt können Sie für unendlich viele x aus g herausfinden, dass a von x gilt. Damit ist die Allaussage trotzdem nicht bewiesen, weil eben ein einziges Versagerelement aus g ausreicht, für das die Aussage nicht gilt, um der Aussageform ihre Allgemeingültigkeit zu nehmen. Zweiter elementare Regel des Negierens: Das Gegenteil einer Existenzaussage ist eine Allaussage mit der verneinten Aussageform. Das Gegenteil von es gibt ein x aus g, für das a von x gilt, ist also für alle x aus g gilt a von x nicht. Also für gar kein x aus g gilt a von x. Auch hier, das Gegenteil einer Existenzaussage ist nicht einfach wieder eine Existenzaussage. Wenn Sie behaupten, dass es kein x aus g gibt, für das a von x erfüllt ist, müssen Sie tatsächlich zeigen, dass für alle Elemente aus der Grundmenge a von x nicht erfüllt ist, beziehungsweise das Gegenteil von a gilt. Wie schaut das jetzt bei mehreren Quantoren aus? Dazu gehen wir vielleicht mal an unsere virtuelle Tafel und wieder auf unser Topfdeckelbeispiel. Wenn man so kombinierte Aussagen negieren will, also wenn ich jetzt diese Aussage hier komplett negieren will, funktioniert das so, dass man die einzelnen Quantoren tauscht und hinten auch wieder die Aussage verneint. Also wir schreiben das mal hin. Erstmal, was wollen wir verneinen? Wir wollen verneinen für alle t Element t gilt, es gibt ein d Element d, so dass d passt zu t. Jetzt müssen wir die einzelnen Elemente jeweils verneinen. So, also, ich male jetzt mal die Allaussage hier rot. Die muss nachher zu einer Existenzaussage werden. Und ich male mal hier oben die Existenzaussage blau. Die muss hier unten rot zu so einer Allaussage werden. Und hinten wird aus D passt zu T, wird D passt nicht zu T. Gut, also hier steht jetzt, es gibt wenigstens einen Topf, so das gilt für alle Deckel, D passt nicht zu T. Überlegen wir uns nochmal, ob das stimmt. Die ursprüngliche Aussage war, für jeden Topf T gibt es einen passenden Deckel D. Mindestens einen passenden Deckel. Jetzt steht hier, das Gegenteil ist, es gibt mindestens einen Topf, sodass für alle Deckel, die Sie haben, D passt nicht zu T gilt. Und das ist auch genau das, was man erwarten würde. Nochmal, wie wir haben es gemacht, hinten die Aussageform verneint und immer jeweils die Quantoren umgedreht. Machen wir vielleicht auch nochmal unten für die Aussage, genau dasselbe Spiel. Wir müssten also finden, was ist nicht. Es gibt ein D-Element D, sodass für alle T-Element T gilt. D passt zu T. Ich mache wieder genau dasselbe Spiel. Aus den Existenzen müssen Allaussagen werden und aus den Allaussagen müssen
Existenzaussagen werden. Also für alle D-Element D gilt, es gibt ein T-Element T, so dass, und hinten das auch verneint, D passt nicht zu T. So, überlegen wir uns auch hier wieder, ob das das Gegenteil von der Aussage hier vorne ist. Vorne steht, es gibt einen Deckel D, der für jeden Topf passt. Da haben wir schon gesagt, dass das wahrscheinlich Quatsch ist. Das Gegenteil davon wäre, für alle Deckel gilt, es gibt mindestens einen Topf, so dass D nicht zu diesem Topf passt. Und da sieht man auch wieder, ja, das stimmt genau, das ist genau das Gegenteil. Also mit den Quantoren ist es sehr leicht, das Gegenteil zu bestimmen. Alle Quantoren werden umgedreht, ist das Erste, was man macht. Zweite, was man macht, Aussageform wird negiert. Ich komme nun zu den Operationen auf Aussagen und Aussageformen, den sogenannten Junktoren. Ich beginne dabei mit den drei Junktoren, die indirekt schon öfter vorkamen. Man kann eine Aussage A verneinen, vornehm Negation. Schreibweise ist so ein Haken vor dem A. Man kann zwei Aussagen A und B mit einem und verbinden. Vornehm heißt das Konjunktion. Die Schreibweise ist der nach unten offene Haken zwischen den beiden Buchstaben. Schließlich, man kann zwei Aussagen A und B mit einem sogenannten nicht ausschließendem oder verbinden. Vornehm heißt das Disjunktion. Schreibweise ist der nach oben offene Haken. Was da jetzt nicht ausschließend meint, kommt sofort. Formal definiert man, was diese kombinierten bzw. negierten Aussagen ausmachen, durch sogenannte Wahrheitstafeln oder Wahrheitstabellen heißen die auch manchmal. Jede Aussage kann entweder wahr oder falsch sein. Hat man jetzt zwei Aussagen A und B, ergeben sich da vier Kombinationsmöglichkeiten. A wahr, A war B falsch, A falsch, B wahr, A falsch, B falsch. Die Negation, also das Gegenteil von A, ist offenbar genau dann wahr, wenn A falsch ist und umgekehrt, wenn nicht A wahr ist, muss A falsch sein. Hier hätten wir uns übrigens nur eine Tabelle mit zwei Zeilen malen brauchen. Ich war nur zu faul, um zwei Tabellen zu zeichnen. Wenn ich meine, dass die Aussage A und B richtig ist, diese Kombi-Aussage, dann ist das wohl nur der Fall, wenn beide einzelnen Aussagen richtig sind, also A war und B war, für alle anderen Fälle, eine von beiden falsch, beide falsch, ist die Aussage, diese Gesamtaussage, falsch. Das steht in der dritten Spalte. Die Aussage A oder B ist für die meisten von uns schon mal eingängig dann richtig, wenn entweder A richtig und B falsch ist oder aber A falsch und B richtig ist. Etwa wenn Sie jemanden fragt, möchten Sie Tee oder Kaffee trinken, dann antworten Sie mit Tee, dann haben Sie indirekt auch den Kaffee verneint. Das logische Oder ist aber, wie gesagt, ein nicht ausschließendes. Die Aussage, die Oder-Aussage, diese kombinierte, ist auch dann richtig, wenn beide Teilaussagen richtig sind. Wieder an einem Alltagsbeispiel, wenn Sie jemanden fragt, möchten Sie noch etwas zu essen oder zu trinken, da können Sie durchaus sagen, ja, beides. Und dann ist trotzdem die Aussage auch wahr, dass Sie noch etwas zu essen oder trinken wollten. Und mathematisch macht es auch oft eher Sinn, zum Beispiel zu fordern, dass eine Zahl durch 2 oder 3 teilbar sein soll und dabei dann auch alle Zahlen akzeptiert werden, die durch 2 und 3 teilbar sind, also durch 6. Ich hatte schon gesagt, dass Junktoren Operationen auf Aussagen bzw. Aussageformen darstellen. Wie bei der Addition von 2 natürlichen Zahlen eine neue natürliche Zahl entsteht, so entsteht bei der Verbindung von 2 Aussagen mit einem Junktor auch wieder eine neue Gesamtaussage. Und auch für Junktoren gibt es Rechenregeln, und zwar sogar einen ganzen Sack voll. Und da sind auch viele dabei, die Sie von der normalen Addition kennen. Hier sehen Sie die mal. 10 Stück insgesamt, teilweise noch mit verschiedenen Varianten. Neben dem vom Rechnen mit Zahlen gewohnten Kommutativ, Assoziativ und Distributivgesetz tauchen ja auch einige Dinge auf, die vielleicht noch so einer gewissen Erläuterung bedürfen. Zum Beispiel dieses Neutralitätsgesetz 6. Wenn man das mal versucht in natürliche Sprache zu übersetzen, dann steht da links, verbindet man eine Aussage A mit einer beliebigen wahren Aussage, das heißt dieses Klammer W, durch ein Und,
So hat diese neue Gesamtaussage A und beliebige wahre Aussage denselben Wahrheitswert wie A. Sie ist also entweder wahr, nicht genau dann, wenn A wahr ist, oder sie ist falsch, und zwar genau dann, wenn A falsch ist. Und rechts steht, verbindet man A mit einer beliebigen falschen Aussage durch so ein Oder, so hat diese Gesamtaussage ebenso denselben Wahrheitswert wie A. Absorption und Komplementarität sind dann im Prinzip genauso zu lesen. Da wird auch immer eine beliebige wahre oder eine beliebige falsche Aussage dazugegeben. All diese Regeln kann man jeweils über Wahrheitstafeln beweisen. Ich mache das jetzt aber nicht für all diese Regeln, sonst sitzen wir da morgen noch. Ich mache das mal für die Regel 3, dieses Distributivgesetz, und da auch nur für einen Fall. Das ist aber sinnvoll, dass wir uns das da ansehen, weil sowas Ähnliches kommt auch in der Übung vor. Und außerdem ist das auch einer der kompliziertesten Fälle überhaupt, weil wir da 3 Teilaussagen haben. Da gibt es dann 8 Kombinationen von Wahrs und Falschs. Also das erste Distributivgesetz. Jetzt bauen wir relativ viele Zeilen in unserer Tabelle. Fangen wir mal an. Also hier sagen wir mal A und jetzt müssen wir, und hier sagen wir B. Mal sehen, dass ich das immer schön mache. Und dann sagen wir hier C. Jetzt gibt es mal den Fall, dass A wahr ist, dass B wahr ist, dass C wahr ist. Dann gibt es wieder den Fall, dass A wahr ist, dass B wahr ist, dass C ist falsch. Dann gibt es den Fall, dass A ist wahr, dass B ist falsch, dass C ist wahr. Dann gibt es den Fall, dass A ist wahr, dass B ist falsch, dass C ist falsch. Dann gibt es als nächstes den Fall, dass A ist falsch, dass B ist wahr, dass C ist wahr. Dann gibt es als nächstes den Fall, dass A ist falsch, dass B ist falsch, dass B sollte ich nochmal wahr machen, so, dass C ist falsch. So, jetzt gibt es den nächsten Fall, ist wieder das A falsch, jetzt wird das B falsch, jetzt ist wieder das C wahr, das hier ist falsch, das hier ist falsch und das hier ist falsch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Fälle haben wir da. So. Du, ganz hier rüber geht das. Jetzt brauchen wir da die Teilaussagen, die wir alle zeigen sollen. Wir sollen zum Beispiel zeigen A und B oder C. Also brauchen wir auf jeden Fall mal die Aussage B oder C. B oder C. Für B oder C, das ist immer dann wahr, wenn eins von diesen beiden mindestens wahr ist. Erste Zeile ist das schon mal wahr. Zweite Zeile ist das auch wahr. Dritte Zeile ist das auch wahr. Vierte Zeile sind B und C falsch, ist das falsch. Hier sind die beiden falsch. Nächste Zeile ist wieder, sind sogar beide wahr, ist egal, ist das wahr. Hier ist auch wieder eins von beiden ist wahr, hier ist auch wieder eins von beiden ist wahr und letzte Zeile sind wieder alle falsch, da ist das falsch. So, jetzt können wir uns anschauen, A und B oder C. Ja, das ist ja die nächste Aussage. Die Und-Aussage ist wahr, wenn das A wahr ist und hier steht ein wahr. Müssen wir also schauen. Also hier sind die beiden wahr, ist das wahr. Hier sind die beiden wahr, ist das wahr. Hier sind die beiden wahr, ist das wahr. Hier sind die beiden nicht wahr, da ist eins von beiden falsch, ist das falsch. Hier ist es auch eins von beiden falsch, ist das falsch. So, jetzt brauchen wir eigentlich nicht weiter gucken. Hier vorne ist das A immer falsch. Da unten passiert nichts mehr. Da ist das immer falsch. So, wir suchen jetzt, damit das hier hinten stimmt, müsste das also sein, dass für diese Gesamtaussage das auch so ist. Erste 3 sind wahr und ab dann immer falsch. Schauen wir mal. Müssen wir wieder die Teilaussagen hinschauen. Also erste Teilaussage ist A und B. A und B. Ist wieder nur wahr, wenn beides wahr ist. Hier ist beides wahr, ist das wahr. Hier ist beides wahr, ist das wahr. Hier ist eins von beiden falsch, ist das falsch. Hier ist eins von beiden falsch, ist das falsch. Hier ist eins von beiden falsch, ist das falsch. Jetzt unten ist immer das A falsch. Da können wir immer ein F hinschreiben. Nächste Teilaussage, A und C. A und C. Aufpassen. A und C ist hier wahr. Da ist es falsch. Hier ist es wahr.
Hier ist es falsch und jetzt ist wieder immer A falsch. Das heißt, da können wir auch überall ein falsch hinschreiben. So, und jetzt kommt die letzte Aussage, die kombinierte A und B oder A und C. So, jetzt müssen wir gucken, die beiden und die dann mit einem oder verknüpft, das heißt, mindestens eine davon muss wahr sein. Hier ist das wahr, da ist auch eine von beiden wahr, ist das wahr, hier ist auch eine von beiden wahr, ist das wahr und darunter sind lauter F'se, 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 F'se. So, und jetzt, wenn wir mal scharf hinschauen, hier ist es wahr, hier ist das wahr und hier ist das falsch und hier ist das falsch und das sind auch genau die zwei, wo wir zeigen wollten, die sind gleich. Gleichheit und oder Äquivalenz bedeutet eben, dass die Wahrheitstafeln genau gleich sind und das ist hier der Fall für A und in Klammern B oder C, beziehungsweise für in Klammern A und B oder A und C, machen wir da auch noch die Klammer. Gut, das war dieser Beweis. Operationen von Aussagen haben nun Entsprechungen im Bereich der Mengenlehre. Als Komplement einer Menge MA bezüglich der Grundmenge G bezeichnet man die Menge G ohne die Menge MA, das heißt gerade alle Elemente von G, die nicht in MA enthalten sind. Dem entspricht auf der Aussagenebene die Negation. Ich suche mir genau die Elemente heraus, für die die Aussageform X ist in MA enthalten eine falsche Aussage ist. Der Konjunktion von Aussagen entspricht die Bildung des Durchschnitts von zwei Mengen. Ich suche genau jede Elemente, für die die Aussageform X ist Element von MA und die Aussageform X ist Element von MB gleichzeitig eine wahre Aussage ergibt. Die Disjunktion von Aussagen entspricht dann bei den Mengen der Vereinigungsmenge. Für deren Elemente ist X ist Element von MA oder X ist Element von MB eine wahre Aussage. Auch zur Vereinigungsmenge und zum Durchschnitt jeweils ein Beispiel. Der Grenzfall einer Hyperbel, also alle Punkte xy in den reellen Zahlen mit x² minus y² ist gleich 0, ist genau dieses Kreuz, das aus den beiden Winkelhalbierenden der Quadranten entsteht. Also entspricht es genau den Graden y gleich x und y gleich minus x. Man kann also die Menge, die Erfüllungsmenge dieser Gleichung aufschreiben als Vereinigungsmenge der beiden anderen, nämlich y ist gleich x und y ist gleich minus x. Da stört es auch nicht, dass der Punkt 0, 0 in beiden der vereinigten Mengen drin liegt. Da liegt er ja erst recht in der Vereinigungsmenge drin. Das stört ja gar nicht. Beim Lösen eines linearen Gleichungssystems machen Sie im Prinzip nichts anderes, als den Durchschnitt der Lösungsmenge der beiden einzelnen Gleichungen, beziehungsweise wir haben ja immer gesagt Erfüllungsmenge, dieser Gleichung zu ermitteln. Auf dieser Folie habe ich für Sie noch einmal die Zusammenhänge von Aussageformen, Junktoren, Mengen und Mengenoperationen zusammengestellt. Es liegt jetzt nahe anzunehmen, dass für diese Mengenoperation auch genau dieselben Rechengesetze gelten für die Junktoren, also diejenigen, die ich in Satz 3.2 für Sie zusammengestellt habe. Dass für die Operationen von Mengen, die wir definiert haben, also geschnitten, vereinigt und Komplement beziehungsweise G ohne M, kann man da auch schreiben, wenn G die Grundmenge ist. Dasselbe gilt an Rechengesetzen wie für diese Aussagenlogik. Dass das stimmt, das ist eigentlich klar, weil Sie immer denken können, wenn hier die Aussage A steht, ist das die Aussage X ist Element von A. Da steht also X ist Element von A und X ist Element von B, ist dasselbe wie X ist Element von B und X ist Element von A. Und dem würde jetzt in der Mengenschreibweise einfach entsprechen, dass wir da hinschreiben, A geschnitten B ist gleich B geschnitten A. Und so weiter und so fort. Das klappt hier immer, das klappt hier immer, klappt hier immer. Und jetzt bei sechstens wird es ein bisschen schwierig. Bei sechstens müssen wir hinschauen. Bei sechstens steht ja die Aussage,
X ist Element A. Okay, aber dann steht und eine wahre Aussage. Was ist denn eine Aussage, die immer wahr ist? Na, eine Aussage, die immer wahr ist, ist die Aussage, X ist Element der Grundmenge. Also steht da eigentlich die Aussage, X ist Element der Grundmenge und X ist Element A ist dasselbe wie X ist Element A. Und wenn ich das jetzt wieder übertrage in die Mengenschreibweise, dann steht da im Grunde genommen nichts anderes als A geschnitten mit der Grundmenge ergibt wieder A. Ja, weil da geht nichts kaputt, weil alle Elemente, die in A drin sind, sind sowieso in der Grundmenge auch drin. Und so ähnlich ist das auch hier bei der falschen Aussage. Da steht ja X ist Element A und dann eine Aussage, die sicher falsch ist, soll mit oder verknüpft werden. Dann nehmen wir X ist Element A oder X ist Element der leeren Menge. Die leere Menge hat aber gar keine Elemente und deswegen ist das dann eh wieder dasselbe wie X ist Element A. Da kommt also nichts zusätzlich dazu. Also kann man sagen, A vereinigt mit der leeren Menge ist dasselbe wie A. Ja, und jetzt hier für Absorption und Komplementarität funktioniert das wieder genauso oder für die doppelte Negation, da sind das alles Aussagen, wo immer wenn hier ein W steht, ist das eine Aussage über die ganze Grundmenge und wenn da ein F steht, ist das eine Aussage über die leere Menge. Also nicht die leere Menge ist gleich die Grundmenge, nicht die Grundmenge ist gleich die leere Menge und so weiter und so fort. Es ist nun so, dass die Rechenregeln aus Satz 3.2 nicht nur für Aussagen und Junktoren und für Mengen und Mengenoperationen gelten, sondern auch für alle möglichen anderen Strukturen, also Mengen mit Operationen. Jede solche Struktur, für die der Satz 3.2 gilt, nennt man dann eine boolesche Algebra. Eine wichtige Anwendung aus dem Bereich der Elektronik stellen gewisse Schaltungen dar. Für solche Schaltungen gibt es Bausteine, sogenannte logische Gatter, die für ein oder mehrere anliegende Eingangssignale, das heißt im Prinzip immer Strom an oder Strom aus, schreibt man dann als 0 oder 1, als Ausgangssignal genau das liefern, was bei der Konjunktion, Disjunktion oder Negation als Ergebnis herauskommen sollte. Also zum Beispiel Negation von 1 ist 0, Negation von 0 ist 1. Wenn 1 anliegt und es liegt 0 an und das ist ein Oder-Signal, dann kommt am Ende wieder 1 raus, weil zumindest eine von beiden war 1. Wenn 1 A ist und B ist 0 und es ist ein Und-Gatter, dann kommt am Ende eine 0 raus, weil es waren nicht beide Aussagen 1. Unsere Rechengesetze kann man jetzt benutzen, um Schaltungen zu vereinfachen. Hier ist eine Schaltung abgebildet, die als Ausgangssignal, wenn man da etwas genauer mal hinguckt, genau A und C oder C und B hat. Weil oben haben sie A und C, unten haben sie B und C und was da rauskommt, wird dann nochmal durch ein Oder verbunden. Laut Distributivgesetz ist dieses Ausgangssignal vollständig äquivalent zu A oder B in Klammern und C. Man kann also mit einem logischen Gatter weniger auskommen und die Schaltung so umbasteln, wie sie unten dargestellt ist. Man kommt dann immer zu demselben Ausgangssignal wie bei der Schaltung oben. Bisschen aufpassen, da ist die Reihenfolge von B und C ist da unten anders als oben. Falls Sie das nicht glauben mögen, können Sie das auch gerne unter diesem Link als interaktive Version einmal selber ausprobieren. Ich komme zum vierten und letzten Teil der Lektion, der formalen Absicherung der Beweisverfahren. Beziehungsweise, bevor ich dazu komme, dürfen Sie selbst mal wieder aktiv werden und sich an einer Wahrheitstafel zu einer etwas ominösen Schaltung versuchen. Also, wenn bei A und bei B jeweils entweder 0 oder 1 als Signal anliegt, was kommt dann als Signal bei Z jeweils heraus? Die Schaltung ist sehr simpel. Sie heißt auch nicht A oder B und liefert immer ein Signal von 1, außer bei A liegt 1 an und bei B liegt 0 an. Warum diese Schaltung wichtig ist, beziehungsweise die zugehörige Aussage nicht A oder B, folgt dann gleich,
Sie sollten aber schon ein kleines Déjà-vu zum ersten Teil, intuitive Begründung der Schlussregeln, haben. Wir kommen zur Implikation. So nennt man nämlich vornehmen diese wenn A, dann B Aussagen. Also zum Beispiel, wenn X durch 4 teilbar ist, dann ist X auch durch 2 teilbar. Streng genommen müsste man da eigentlich sagen, für alle natürlichen Zahlen X gilt, wenn X durch 4 teilbar ist, dann ist X auch durch 2 teilbar. Die Idee ist jetzt, auch diese wenn A, dann B Aussage als zusammengesetzte Aussage aus A und B zu betrachten. Also den Folgepfeil, der da steht, als einen neuen Junktor herzunehmen, der auch durch so eine Wahrheitstafel festgelegt wird. So, jetzt müssen wir nur darüber reden, was gehört in die Zeilen dieser Tafel herein. Wenn A und B jeweils wahr sind, ist offenbar auch die Wenn-Dann-Aussage als solche wahr. Im Beispiel haben wir dann eine Zahl ausgewählt, die durch 4 teilbar ist, Aussage A. Die sollte dann also auch durch 2 teilbar sein, Aussage B. Wenn A wahr und B falsch ist, würde die Wenn-Dann-Aussage falsch sein. Wenn unsere Aussage allgemeingültig sein soll, dürfen wir ja offenbar keine Zahl finden, die zwar durch 4 teilbar ist, Aussage A ist wahr, aber die nicht durch 2 teilbar wäre, Aussage B wäre falsch. Jetzt kommt der etwas schwer verdauliche Teil. Wenn A falsch ist, dann ist es egal, was mit B passiert. Die Wenn-Dann-Aussage ist trotzdem immer richtig. Im Beispiel kann vielleicht deutlich werden, warum das so ist. Wenn Sie aus der ganzen Grundmenge der natürlichen Zahlen eine Zahl auswählen, die nicht durch 4 teilbar ist, die Aussage A gilt also nicht, dann ist es vollkommen egal, ob diese dann noch durch 2 teilbar ist, also die Aussage B gilt, oder ob das nicht so ist. Denn dieser Satz, den wir da beweisen wollten, macht ja überhaupt gar keine Aussage über Zahlen, die nicht durch 4 teilbar sind. Wir werden also unter Umständen beides finden. Wir werden Zahlen finden, die durch 2 teilbar sind, und wir werden nicht durch 2 teilbare Zahlen finden. Deshalb dürfen wir hier für die Implikation beide Male ein wahr notieren, beziehungsweise wir müssen das sogar so machen. Mithilfe dieser Wahrheitstafel können wir jetzt die Beweisverfahren begründen. Beim direkten Beweis stellen wir sicher, dass wir uns in der ersten Zeile bewegen, die hier grün ist. Mit wahren Schlüssen müssen wir zeigen, dass man für alle x von a von x wahr nach b von x wahr gelangen kann. Die Widerlegung einer falschen Implikation bewegt sich in der zweiten Zeile. Da ist alles schön rot geschrieben. Dass die Aussageform, wenn a von x, dann b von x, nicht allgemeingültig ist, bedeutet ja, wir finden einen Versager x, für den das b von x falsch ist und trotzdem ist gleichzeitig das a von x wahr. Für die indirekten Beweise durch Kontraposition oder durch Widerspruch schauen wir uns jetzt mal die Wahrheitstafeln der entsprechenden Aussagen an. Weil die Zeit schon etwas fortgeschritten ist, mogle ich ein bisschen. Ich habe die da komplett schon hingeschrieben. Man müsste eigentlich erst gucken, nicht A oder B. Aha, nicht A ist falsch. B ist wahr in der ersten Zeile, also eine von beiden ist wahr, also kommt ein wahr hin. Und so weiter, so bauen sich die auf. Die vorletzte Spalte, nicht A oder B, gehört zum Beweis durch Widerspruch. Und das war übrigens auch genau diese Schaltung, die ich Ihnen gezeigt habe. Die letzte Spalte, nicht B, folgt nicht A, die gehört zum Beweis durch Kontraposition. Weil aber in diesen letzten drei Spalten in jeder Zeile ganz identische Wahrheitswerte auftauchen, sind all diese drei Aussagen logisch äquivalent. Man darf daher, wenn man eigentlich für alle x aus A folgt B beweisen will, stattdessen auch die Kontraposition beweisen, nämlich für alle x gilt, aus b folgt n. Man darf also, wenn man eigentlich für alle x aus a von x folgt b von x bewegen, man darf daher, wenn man eigentlich für alle x aus a von x folgt b von x beweisen will, stattdessen auch die Kontraposition beweisen, also für alle x gilt, aus nicht b von x folgt nicht a von x.
Oder aber man beweist die Aussage, für alle X gilt nicht A oder B. Und das bedeutet zu zeigen, dass es kein X gibt, für das das A gilt und gleichzeitig nicht B wahr ist. Damit sind dann alle Beweisverfahren vom Anfang auch formal abgesichert. Vielleicht noch zu sprachlichen Varietäten der Implikation für diese Wenn-A-Dann-B-Aussagen gibt es eine Reihe von synonymen sprachlichen Ausdrücken, die Sie hier auf der Folie finden. Zum Beispiel, was ich auch schon selber gesagt habe, aus A folgt B. Oder es gibt auch dieses A ist hinreichend oder eine hinreichende Bedingung für B. Oder man kann auch sagen, wichtig jetzt, Buchstaben umtauschen, B ist notwendig für A oder B ist eine notwendige Bedingung für A. Und da gibt es noch dieses B ist mindestens so wahr wie A, das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Auf dieser Folie finden Sie einige Beispiele für Implikationen. Ich will mal nur das erste näher erläutern, um nicht völlig über die Zeit zu gehen. Wenn M1 eine echte Teilmenge von M2 ist, dann hat M1 auch eine geringere Kardinalität, also eine kleinere Anzahl von Elementen. Das ist sehr naheliegend, dass das richtig ist. Die Umkehrung gilt übrigens nicht, wenn irgendeine Menge M1 weniger Elemente als irgendeine Menge M2 hat, muss M1 ja noch lange keine Teilmenge von M2 sein. Ich könnte ja als M1 zum Beispiel die Zahlenmenge mit den Elementen 1 und 2 nehmen und als Menge M2 nehme ich dann die Zahlenmenge mit den Elementen 3, 4 und 5. Da hätte M2 auch mehr Elemente als M1, aber M1 wäre überhaupt keine Teilmenge von M2, die Mengen wären völlig disjunkt. Da kommt es manchmal halt zu Verwechslungen, denn was immer automatisch gilt, im Unterschied zu dieser Umkehrung, die nicht immer automatisch auch richtig ist, ist ja die Kontraposition. Die Kontraposition wäre in diesem Beispiel, wenn M2 gleich viele oder weniger Elemente wie M1 hat, dann ist M1 sicher keine echte Teilmenge von M2. Und dies automatisch richtig, wenn die Aussage selbst richtig ist. Es ist da ganz wichtig, Umkehrung und Kontraposition sauber zu unterscheiden. Denn Implikationen, für die auch die Umkehrung richtig ist, das ist nochmal eine ganz eigene Nummer für sich. Die nennt man dann Äquivalenzen. Dass die Aussage A zur Aussage B äquivalent ist, bedeutet letztlich nichts anderes als, dass sowohl die Wenn-A-Dann-B-Aussage richtig ist, als auch die Wenn-B-Dann-A-Aussage. Das heißt, das ist eigentlich eine zusammengesetzte Aussage, die heißt, aus A folgt B und aus B folgt A. Wir schauen uns das vielleicht an der virtuellen Tafel auch nochmal an, wie das mit der Wahrheitstabelle ausschaut. Also dann noch eine Wahrheitstafel. Diesmal etwas kleiner, weil wir haben nur die Aussagen A und B. Also wir haben die Aussage A und wir haben die Aussage B. Und dann haben wir die Fälle wahr, 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 falsch, falsch, wahr, falsch, falsch. So, jetzt haben wir unsere übliche Tabelle, die sagt, aus A folgt B. Die ist wahr, genau dann, wenn entweder das A wahr ist und das B wahr, oder immer dann, wenn das A falsch ist und sonst ist die falsch. So hatten wir das bestimmt. So, jetzt genauso B, daraus folgt A. Da müssen wir jetzt auch schauen, die ist dann wahr, genau wenn das B wahr ist. Und gleichzeitig ist auch das A wahr. Das wäre hier in der ersten Zeile. Und die ist außerdem immer dann wahr, wenn das B falsch ist. Das wäre hier und das wäre hier unten. Und sonst ist die aber falsch. Wenn das B wahr ist und das A falsch, dann ist B folgt A leider falsch. So, jetzt müssen wir die beiden wieder mit einem und verbinden. Also A folgt B und B, daraus folgt A. Wann ist das richtig? Ja, nur wenn jetzt in beiden hier ein W steht. Jetzt haben wir oben beide ein W. Da unten
Das sieht nicht gut aus, da haben wir einen falsch. Das sieht auch nicht gut aus, da ist auch ein falsch. Und hier ist es wieder richtig, weil da sind beide wahr. So, jetzt ist man vielleicht immer noch ein bisschen verblüfft. Wenn beide Aussagen falsch sind, dann ist die Äquivalenzaussage wahr. Warum stimmt das? Ja, die Aussagen sind dann äquivalent, die Aussagen A und B, wenn gilt, entweder sind beide wahr oder es sind beide falsch. Die Aussagen A und B sind sicher nicht äquivalent, wenn eine von beiden wahr sein kann und die andere falsch. Und genau das kommt hier auch heraus. Und deswegen ist das sinnvoll, das, was hier steht, als Definition zu benutzen für A, genau dann, wenn B. Ja, das wäre die Wahrheitstafel gewesen. Je nach Aussagen kann es jetzt, wenn man zeigen will, dass zwei Aussagen A und B äquivalent seien, auch tatsächlich nötig sein, dass man diese zwei Richtungen aus A folgt B und aus B folgt A wirklich getrennt beweist. Jedenfalls ist das immer die sicherste Nummer, um das zu beweisen. Auch hier haben sich unterschiedliche Sprechweisen eingebürgert. Neben A ist äquivalent zu B, etwa auch A genau dann, wenn B oder A dann und nur dann, wenn B oder A ist notwendig und hinreichend für B. Und weil A und B äquivalent sind, können Sie jetzt auch immer A und B austauschen, also auch sagen B genau dann, wenn A. Hier erneut ein paar Beispiele für solche Äquivalenzen. Sie kennen vermutlich die zweite Aussage. Eine natürliche Zahl ist genau dann durch 3 teilbar, wenn ihre Quersumme durch 3 teilbar ist. Auch diese Aussage, das Produkt zweier Zahlen A und B, kann dann und nur dann 0 werden, wenn einer der beiden Faktoren 0 ist, ist Ihnen vermutlich geläufig. Das ist übrigens wichtig, das gilt nicht für das Skalarprodukt von Vektoren. Da würden Sie tatsächlich Fälle finden, wo das Skalarprodukt von zwei Vektoren 0 ist, obwohl die einzelnen Vektoren keine Nullvektoren sind. Und bitte merken Sie sich, dass eine Aussage und ihre Umkehrung gleichzeitig wahr sind, das ist ein Spezialfall der Implikation. Kein Spezialfall der Implikation ist, dass die Kontraposition einer wenn A, dann B Aussage, also die Aussage, wenn nicht B, dann nicht A, immer wahr ist, wenn die Aussage, wenn A, dann B selbst wahr ist. Die Aussagen sind logisch gleichwertig. Also die Kontraposition hat genau dieselbe Wahrheitstafel wie die Aussage selbst. Die sind entweder beide wahr oder die sind beide falsch. Die Umkehrung einer Aussage ist aber logisch unabhängig von der ursprünglichen Implikation. Es können manchmal beide wahr sein. Es können auch beide falsch sein und es kann nur eine von beiden wahr sein. Und damit Sie das mal sehen, haben Sie hier auf der Folie auch Beispiele, wo all diese 4 Fälle tatsächlich vorkommen. Und für die visuellen Typen vielleicht nochmal als Bild. Die eingekringelten Aussagen, also A folgt B, beziehungsweise nicht B folgt nicht A, auf der einen Seite. Und die Aussage B folgt A, beziehungsweise nicht A folgt nicht B. Die jeweiligen links und die rechts stehen, die sind logisch gleichwertig, also Kontrapositionen voneinander. Aber was rechts steht und was links steht, das sind jeweils Umkehrungen voneinander. Die sind logisch unabhängig, da kann es sein, dass das eine wahr und das andere falsch ist. Ein wichtiger Satz, den ich jetzt abschließend noch kurz beweisen möchte, besagt, dass man jede aussagenlogische Formel im Grunde mit nur 2 Junktoren darstellen könnte. Entweder man nimmt das nicht ausschließende Oder und die Negation, oder man nimmt das und die Negation. Zu beweisen ist hier, dass wir alle anderen Junktoren, die wir noch so hatten, also im Grunde genommen reicht eigentlich die Implikation, weil eine Äquivalenz ist dann eh wieder aus 2 Implikationen zusammengesetzt. Also wir müssen im Wesentlichen zeigen, die Implikation lässt sich darstellen durch nur das Oder und die Negation. Beziehungsweise in diesem ersten Fall müssen wir auch noch zeigen, das Und lässt sich darstellen als Kombination von Oder und Negation. Und bei dem Unteren müssen wir zeigen, die Implikation lässt sich darstellen als irgendwas, was mit und Negation geschrieben wird und das Oder lässt sich darstellen als irgendwas, was mit und Negation geschrieben wird. Zumindest die erste Richtung machen wir jetzt. Satz 3.3, erste Variante, jeder Junktor kann als Kombination von Oder und nicht dargestellt werden. Brauchen wir wieder 2 Teilaussagen, A
und B. Und wir brauchen wieder die Kombinationen. War, falsch, falsch, war, falsch, falsch. So. Jetzt schreibe ich vielleicht nochmal die Wahrheitstafel vom O dahin. Die ist war, falsch. So, jetzt hätten wir gerne das und. Das müssen wir noch definieren. Weil, dass das mit der Implikation geht, das ist klar, weil die Implikation aus A folgt B, da hatten wir ja gesagt, ach, das ist einfach A oder das ist einfach nicht A oder B. Also das funktioniert schon mal. Nicht A oder B ist dasselbe wie A folgt B. Mein Kuli schmiert schon ein bisschen. Damit haben wir dieses hier schon bestimmt. Und dann würden wir wahrscheinlich auch das A folgt B und B folgt A hinbekommen, was dasselbe ist wie A, genau dann, wenn B. Wenn wir es nur irgendwie schaffen würden, den Unjunktor nur mit dem Oder und dem Nicht zu schreiben. Ja, da müssen wir mal schauen, wie das geht. Also erstmal haben wir hier den Und-Junktor. Wie sieht der denn eigentlich aus? Naja, der Und-Junktor, der sieht doch so aus, dass wir da sagen, der ist genau dann wahr, wenn beide wahr sind. Und der ist sonst aber immer falsch. Wie kriegen wir sowas hin? Naja, wir schauen uns mal die ganzen Nicht-Aussagen an. Die Nicht-A-Aussage und die Nicht-B-Aussage. Die schauen wir uns mal als erstes an. Die Nicht-Aussage ist falsch, falsch, wahr, wahr. Und die Nicht-B-Aussage ist falsch, wahr, falsch, wahr. Jetzt schauen wir uns noch mal was an. Kommen wir der Sache langsam auf die Spur. Nicht A oder nicht B. Wie sieht denn das aus? Nicht A oder nicht B. Das ist jetzt genau dann wahr, wenn eins von beiden mindestens wahr ist. Also hier ist es mal falsch. Hier ist mindestens eins von beiden wahr, ist das also wahr. Hier ist mindestens eins von beiden wahr, ist das also wahr. Hier ist mindestens eins von beiden, sogar beide wahr, ist das wahr. Ei, das sieht ja jetzt genau aus wie das Gegenteil. Sehen Sie das? Hier steht W, da steht F, hier steht F, da steht W, hier steht F, da steht W, F, da steht W. Also machen wir einfach nochmal eine Negation davor. Negation von nicht A oder nicht B. Die hat jetzt immer genau die umgedrehten Wahrheitswerte. Wahr, falsch, falsch, falsch. So, und jetzt freuen wir uns wieder ganz doll, weil wir jetzt sehen, dass das, was wir für das und gewollt hatten, genau hier hinten auch steht. Also sind die beiden äquivalent. Und wir können tatsächlich das und, A und B, die Aussage A und B, die können wir auch schreiben als nicht, nicht, in Klammern, nicht A oder nicht B. Ja, und damit haben wir es jetzt. Jetzt kann jeder Junktor tatsächlich als Kombination von oder und nicht dargestellt werden. Wir müssten hier unten eben dieses hier alles noch wieder darstellen als nicht, nicht, A folgt B und so weiter und so fort. Aber damit funktioniert das. Eine praktische Folgerung davon ist übrigens, dass sich sämtliche denkbaren elektronischen Schaltungen auch im Prinzip nur mit den beiden entsprechenden Gattern, also oder und nicht, oder und nicht realisieren lassen würden. Zum Abschluss sei dann noch auf den Zusammenhang zwischen Teilmengenrelation und Implikation bzw. Äquivalenz hingewiesen. Dass die Menge A eine Teilmenge der Menge B ist, bedeutet, dass für jedes Element der Grundmenge die Implikation, wenn x Element von A ist, dann ist x auch Element von B, wahr ist. Man schreibt das mit diesem rundlichen Haken und dem Strich darunter, weil es da auch den Fall der Gleichheit gibt. Nach dieser Definition ist nämlich insbesondere auch B eine Teilmenge von sich selbst. Außerdem nennt man allgemein, wenn A eine Teilmenge von B ist, umgekehrt B auch die Obermenge von A. Die Gleichheit zweier Mengen kann man dann mit
der Äquivalenz definieren. Wenn für jedes Element der Grundmenge gilt, dass x genau dann ein Element von a ist, wenn es auch ein Element von b ist, dann sind beide Mengen tatsächlich gleich. Praktisch zeigt man das oft dadurch, dass man beide Implikationen getrennt zeigt, also dass man im Grunde genommen nachweist, dass einerseits a eine Teilmenge von b ist und dass andererseits auch b eine Teilmenge von a ist. Es verbleibt noch der Begriff der echten Teilmenge, den man so bestimmen kann, dass man sagt, a ist eine echte Teilmenge von b, wenn a eine Teilmenge von b ist, im Sinne von Definition 3.4, und wenn aber nicht gilt, a ist gleich b. Das schreibt man dann mit dem rundlichen Haken wieder hin, aber diesmal ohne diesen angedeuteten Gleichheitsstrich darunter. Kehren wir noch ein letztes Mal für heute an die virtuelle Tafel zurück, um zu klären, wie das für eine echte Teilmenge nun auf Elementebene ausschaut. Was bedeutet die echte Teilmenge auf Basis der Elementebene? Ich muss diese beiden Dinge hier auf die Elementebene führen. A ist eine Teilmenge von B bedeutet, x ist Element A, daraus folgt, x ist Element B, und zwar gilt das für alle x in der Grundmenge. Zweiter Teil der Aussage, nicht A ist gleich B. A ist gleich B ist mal das erste. A ist gleich B bedeutet x Element A genau dann, wenn x Element B, und zwar auch wieder für alle x Element G. Und diese Aussage, die kann man noch wieder aufteilen. Das ist ja eigentlich, ist das eine zweiteilige Aussage, nämlich das ist eigentlich die Aussage für alle x Element G gilt, x ist Element A, daraus folgt, x ist Element B, und das ist andererseits auch noch die Aussage, für alle x Element G gilt, x ist Element von B, genau dann, wenn x ist Element von A. Diese Aussage muss ich aber jetzt verneinen. Also hier steht eigentlich das hier und das. Wenn ich das verneine, die morgensche Regel, wird daraus ein Oder, und ich muss jetzt die Einzelaussagen verneinen. Also die verneinte Aussage heißt, es gibt ein x-Element von G, für das gilt, x ist Element von A und x ist nicht Element von B. Das ist ja hier das Gegenteil dieser Aussage. X ist Element A, daraus folgt x ist Element B. Hier ist jetzt die Behauptung, x ist Element A. Und, das und sollte ich richtig ummalen, es gibt aber auch ein x, was nicht in B enthalten ist. Das kann aber nicht sein, weil das hier verlangen wir ja auch. Also dieser Teil fällt aus, das ist sicher unerfüllbar. Jetzt schauen wir den unteren Teil an. Es gibt ein x-Element G, für das gilt, x ist Element von B und x ist nicht Element von A. Der Teil ist erfüllbar. Jetzt schauen wir uns insgesamt an, was die Aussage da auf Elementebene bedeutet, nämlich für alle x der Grundmenge gilt, x ist Element von A, daraus folgt stets, x ist Element von B, aber, könnte man jetzt sagen, es gibt Elemente x in der Grundmenge, für die gilt, x ist Element von B und x ist nicht Element von A. Und das ist auch genau das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, das ist eine echte Teilmenge. Ich mache mal das Venn-Diagramm hin. Eine echte Teilmenge bedeutet doch, hier außen liegt das B, hier innen drin liegt das A. Das heißt, jedes X, was hier in dem A drin ist, ist automatisch auch in dem B drin. Ja, wenn Sie hier drin sind, sind Sie automatisch auch in dem Großen drin. Aber wenn es eine echte Teilmenge ist, da gibt es eben hier außen auch noch X, die zwar in B drin sind, aber die gerade nicht in A drin sind. Und durch das formale Negieren der Quantoren sind wir auch genau zu dieser Aussage gekommen. Das ist also als Definition komplett richtig, wie das da in Definition 3,5 steht.
Das war es dann für heute. Auf der Folie oben noch die gewohnten Literaturangaben. Jetzt gleich erscheint unten irgendwo ein Button, auf dem steht Zusammenfassung. Den müssten Sie dann bitte noch anklicken. Dann kommen noch einige Fragen zum Verständnis, die für die Punktbewertung auch noch wichtig sind. Bis nächste Woche, also bis am 12.11., da sehen wir uns wieder in der Übung. Oder sonst bis übernächste Woche, da ist dann die Fragestunde zu diesem fünften Vorlesungsvideo. Auf Wiedersehen, Baba.